Leute, hier geht's weiter mit der Access FIFO Lagerverwaltung. Ein kurzer Rückblick, was bisher gemacht wurde. Wir haben einen Lagerbestand mit den Artikeln und Stückzahlen. Wenn ich jetzt einen Ausgang verbuchen will, werden halt die entsprechenden Artikel ausgewählt. Und daraus eine Lagerausgangsliste erstellt, die in eine Tabelle gespeichert werden soll. Wir brauchen also eine zweite Tabelle, die habe ich Lagerausgang genannt. Sie hat einen Primärschlüssel, einfach nur ID genannt. Dann haben wir den Artikelnamen als Text, die Anzahl des Artikels, der ausgebucht wird. Dann haben wir eine Ausgangsnummer als laufende Nummer. Und dann haben wir noch die Auszugangsnummer. Daran soll man sehen, aus welcher Lieferung der Artikel stammt. Zum Beispiel Auszugangsnummer 1 wäre dann, wenn wir in die Lagertabelle gucken, hier der erste Datensatz, eine Lieferung vom 14.01. von 5 Smart TVs. Und noch das Datum der Ausbuchung. Ich schalte einmal in die Tabellenansicht, gebe mal testweise was ein. Zwei Drucker. Ausgangsnummer wäre jetzt hier 1, das ist die erste Ausbuchung. Auszugangsnummer sagen wir mal 5 und dann halt mit dem heutigen Datum. So würde der Datensatz dann aussehen. Um also jetzt einen neuen Lagerausgang einzuleiten, nehme ich mir eine Schaltfläche neu hinzu. Und ein Textfeld, wo diese Lagerausgangnummer dann angezeigt werden soll. Dieser Vorgang wird dann halt ausgelöst beim Klicken auf die Schaltfläche neu. Um also jetzt die neue Ausgangsnummer zu finden oder die nächste Ausgangsnummer, kann ich mit einer Domänenfunktion, nämlich dmax, in einer Spalte der Tabelle schauen, was dort der größte Wert ist. Also ich möchte in der Spalte Ausgangnummer nachschauen, der Tabelle Lagerausgang. Und falls die Tabelle leer ist, wird natürlich keine größte Nummer gefunden. Deswegen noch mit der NZ-Funktion diesen Fehler abfangen. Falls die Tabelle leer ist, ist halt die größte Nummer dann 0. Und die nächste gültige Ausgangsnummer wäre ja dann 1. Also in jedem Fall nochmal 1 obendrauf zählen.
Dann habe ich hier die neue Ausgangsnummer, wird übertragen in das Textfeld Ausgang Nummer. Wir schauen einmal in die Lagerausgang-Tabelle. Dort ist also die aktuelle Nummer 1. Die aktuelle Ausgangsnummer ist 1. Die nächste wäre dann also die 2. Und das wird jetzt über die Neuschaltfläche wird ja dieser Befehl hier ausgeführt, der mir denn die aktuell höchste Nummer plus 1 zurückliefert. Das wäre dann die 2. Dann machen wir noch die Entfernen-Schaltfläche. Einträge aus Listenfeldern entfernen geht also folgendermaßen. Mit der Methode Remove Item und welche Nummer man entfernen möchte. Das erste Item wäre 0. Also ein Eintrag ist hier drin, das wäre dann Item 0, mal sehen, ja, das verschwindet dann. Und jetzt machen wir das noch dynamisch, dass man nicht immer das erste entfernt, sondern das ausgewählte. Und das ausgewählte bekomme ich dann über die Eigenschaft ListIndex. Dann müssen wir den Fehler hier abfangen, dass wenn keins ausgewählt ist, mit if wenn der Listindex kleiner 0 ist, Exit Sub. Denn wenn hier nichts ausgewählt ist und ich den Listindex abfrage, wird mir eine minus 1 gegeben. Minus 1 ist kleiner 0. Ja, hier sind wir. Und in dem Fall wird die Prozedur verlassen.
jetzt möchte ich gerne, dass beim Öffnen des Formulars hier schon standardmäßig eine 1 drin steht. Das kriegen wir ganz einfach unter dem Textfeld Daten Standardwert 1 eintragen. Und eine kleine Schaltfläche, um die Anzahl zu erhöhen. Diese Schaltfläche bekommt auch noch eine kleine Prozedur. Dann fehlt nur noch die Speichern-Schaltfläche. Und mit der Speichern-Schaltfläche kommt auch der kompliziertere Teil von dem ganzen Programm. Und deshalb geht es dann erst im nächsten Video weiter. Bis dahin.